haben wir hier noch? Alles mal mitgenommen hier. Und ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Memorien eines Wächters noch in Arbeit, Buch. Benutzen. Verdammt nochmal, diese Pavel ist echt ein Trottel. Ich habe mit den Jungen ein bisschen Spaß und wir haben ein tolles Spiel gespielt. Die Trolle weiter unten im Tal haben wir mit den Hühnern beworfen. Dann war Pavel an der Reihe. Aber er ist total blass geworden, hatte angefangen, wie ein Irrer herumzustottern. Die Jungs haben es sich da nicht nehmen lassen und sind wie aufgeschreckt Hühner herumgerüpft. Das war echt zum Wegschmeißen. Er ist dann wie von den Taranteln gestochen abgedüst. Ich habe Mitleid mit jedem, der zusammen mit Pavel Dienst schieben muss. Wer will schon gerne mit diesen Angsthasen Schicht halten? Man muss nur laut Buck, Buck, Buck oder keine Ahnung in seiner Nähe rufen. Buck, Buck, Buck. So war's, okay. Rufen und schon macht er sich in die Hosen. So. Haben wir hier denn hier noch irgendwas? Nee. Na gut, dann geht's weiter. Hier haben wir noch Kisten. Haben wir hier auch noch eine. Hier haben wir noch einen Korb. Leer. Ach, und Trank und Formel für sehr geringe Aura des Magieschadens. Nehmen wir mit. Leere Kiste. Leere Kiste. Leer, leer, leer. Leer, leer, leer. Leer. Ach, hier. Ich schließe es aber nicht jedes Buch vor. Also ich denke mal, wir nehmen erstmal ein paar mit. Und dann mal gucken. Herzlich willkommen, Drachentöter. Ich bin Roland, Hauptmann der Wachen. Ah, hallo Roland. Was könnt ihr mir über die jüngsten Drachensichtungen sagen, Hauptmann? Einige Bauern haben totes Vieh zu beklagen und einige von ihnen behaupten, sie hätten in der Nacht einen Drachen über ihre Felder fliegen sehen. Sieht so aus, als gäbe es Arbeit für mich. Für wahr. Wir sind froh, dass die Drachentöter hier sind, um uns zu helfen. Kann ich euch irgendwie helfen, Hauptmann? Im Dorf selbst ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig. Allerdings machen Banditen die Umgebung unsicher. Werft doch einen Blick auf die Anschlagtafel, um zu sehen, welche Kriminellen wir fassen wollen. Seid auf der Hut! Dieses Gesindel ist nicht ohne Grund nach wie vor auf freiem Fuß. Selbst die Veteranen unter den Wachen schrecken davor zurück, sie aufzuspüren. Erzählt mir mehr von der Kaserne. Was gibt's da zu erzählen? Die Kaserne war hier das erste Gebäude in einer Zeit, als man noch nicht viele Menschen in diesem Tal von Rivellon zu Gesicht bekommen hat. Das war vor langer Zeit, als hier noch ein Drachenritter herrschte und dieses Gebiet als Tal der Schreine bekannt war. Die Tatsache, dass ein militärisches Gebäude das erste Bauwerk dieses Dorfes war, sagt schon einiges darüber aus, wie schwer es die Siedler hatten. Sie sind jedoch geblieben und bald wurde ein Wall errichtet, dann eine Schmiede, gefolgt von einer Mühle und so weiter. Das obere Stockwerk dieser Kaserne wurde erst nach dem Großen Krieg gebaut. Aus diesem Grund führt noch keine Treppe nach oben, sondern eine umständliche Leiter. Na gut, ich muss los, Hauptmann. Alles Gute! So, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich aufnehme, aber das ist erstmal egal. Lochbuch des Hauptmanns, der Wache. Nehmen wir mal mit. Leer, 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 leer. Ja, ja. Ihr seid wohlbehalten angekommen, Kommandantin Roda. Hab Dank, Leutnant. Wie stehen die Dinge hier? Wie es nach den Drachensichtungen zu erwarten war. Ich habe den Bau des Drachenschutzes befohlen. Bald wird hier wieder Ruhe einkehren. Dieses unaufhörliche Geschnatter lässt mich bald zur Klinge greifen. Nein, macht doch sowas nicht. Sagt, dass ihr etwas zu berichten habt, damit wir die Jagd beginnen können. Tut mir leid, nein. Dann beeilt euch, bevor hier noch Blut fließt. Immer mit der Ruhe. Willkommen, Drachentöter. Dürfte ich euch um eure Hilfe bitten, sofern es eure Zeit zulässt? Klar. Was kann ich für euch tun, Leutnant? Etwas zusätzlich Arbeit kann nicht schaden. So ist es. Folgendes. Eine ziemlich große Gruppe von Banditen hat es seit einigen Monaten auf Handelskarawanen abgesehen.
Bisher konnten wir ihren Unterschlupf nicht ausfindig machen. Allerdings haben wir vor einigen Tagen einen der Banditen gefasst. Weder Drohungen noch Folter bringen ihn zum Reden. Daher müssen wir auf andere Weise mit ihm verfahren. Ich will, dass ihr ihm zur Flucht verhelft. Auch das noch. Klingt nach einer netten Herausforderung. Es ist ein wenig Glück dabei, aber das wird bestimmt funktionieren. Ah, Glück, ja, okay. Ihr müsst nur zur ausgebrannten Kapelle im Tal gehen. Dort findet ihr einen verborgenen Hebel, der ein Tunnelsystem öffnet, das direkt in seine Zelle führt. Das klingt machbar. Er sitzt aus gutem Grund in dieser Zelle. Sie grenzt an einen alten Fluchtweg, der vor vielen Jahren von den Soldaten gegraben wurde. Wenn ihr den Banditen da rausholt, gewinnt ihr sein Vertrauen, horcht ihn nach der Flucht aus und überzeugt ihn davon, dass ihr euch den Banditen anschließen wollt. Der Rest erklärt sich von selbst. Flucht aus dem Gefängnis? Verdeckte Ermittlung? Klingt gut, ich bin dabei. Ausgezeichnet. Viel Erfolg. Danke. So, was haben wir hier noch? Nummer natürlich mal mit. Jetzt hab ich's Gegenstand Inventar abgelegt. Offiziell Schreiben der Suchenden. Gesucht. Wenn ihr einen der folgenden Schurken töten konntet, wendet euch wegen der Belohnung an Hauptmann Roland. Okay, wir nehmen erstmal die Arme. Bringt seine Maske als Beweis für seinen Tod. Okay. Ihr geht fort. Nur ich bleib hier. So, haben wir hier leer. Leer. Nehmen wir mit das Eisen. Leer. So, die Treppe gehen uns erstmal nicht hoch. Zu den unten gehen wir auch nicht. Wir. Moment, ich muss nochmal kurz husten. So, Verzeihung. Seid froh, dass die Goblins euch Würmer jetzt nicht sehen. Die würden sich ihren grünen Arsch ablassen. Mein Gott, hat ihr mich erschreckt. Was? Ist da jemand ein bisschen nervös? Schon. Wärt ihr auch, wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe. Und was bitte könnte das gewesen sein? Ein Drache. Aha. Genau. Interessant. Wo genau. Und ein Tal. Groß wie ein Haus war er. Hat mich fast zu Tode erschreckt. Ich muss mal tief durchatmen. Entschuldigt. Hier bewegen sich Kisten. So, alles leer. Muss irgendwo was drin sein. Auch nicht. Gut, gehen wir mal hoch. Na, geh schon. Ach, guck mal hier. Wenn das Kinder mitkriegt, dann klauen wir uns jetzt mal alles hier. Kann er nicht schaden. Hier war was drin. Ah. Und ist hier was drin? Ungewöhnliches, gefährdetes, einfaches, gefettetes, einfaches Zinn. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja. Guten Tag. Ja? Kann der alte Müller irgendetwas für euch tun? Habt ihr einen Drachen gesehen, nachdem wir auch suchen? Ich muss euch enttäuschen. Ich verlasse die Mühle nur selten. Ihr betreibt hier einen ganz schönen Aufwand für so einen kleinen Dorf. So läuft das nun mal im Trümmertal, Drachentöter. Dank Mühle, Schmiede, Hof und Kaserne können wir uns komplett selbst versorgen. Der Gasthof ist der einzige Ort, wo richtige Geschäfte gemacht werden. Er ist beliebt bei fliegenden Händlern und Reisenden. Na gut, ich muss gehen. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Und trinken. Viel Spaß bei der Arbeit. So, das haben wir schon. Ach, 12 Gold und leichter Armhelm. Oh, es klingelt mein Telefon. Einen Moment mal kurz. Kurze Pause.
So, sind wir wieder zurück. Hatte einen kleinen Anruf gehabt. So, wir wollten die Frau sprechen. Jetzt bleib aber auch mal hier. Willkommen in unserem Dorf. Ich bin Linda, die Tochter des Müllers. Ich arbeite hier mit eurem Vater. Achso, ihr arbeitet hier mit eurem Vater. Ja, das tue ich. Ich hole das Getreide von Karlshof. Natürlich eskortiert von Wachleuten. Das kann ganz schön langweilig sein, aber Pavel und Quentin macht das scheinbar nichts aus. Könnt ihr mir irgendwas Interessantes über das Dorf erzählen? Nicht wirklich. Ist ein ganz schön verschlafenes Nest. Vor langer Zeit, als man diese Gegend noch Tal der Schreine nannte und es hier genauso viele Kriegsherren wie Hasen gab, war das anders. Heutzutage ist das Aufregendste, wenn sich mal eine wilde Kreatur dem Wall nähert oder Besucher wie ihr kommen. Ich habe nichts gegen dieses Leben, aber ich hoffe trotzdem, dass ich eines Tages Städte sehe und vielleicht sogar einen interessanten Mann kennenlerne. Ich hoffe nur, dass nicht alle so sind wie dieser Champion Richard. Ich habe ihn gegrüßt und dann hat er... Naja, über so etwas spricht eine Dame nicht. Ja. Genießt euren Aufenthalt. Dankeschön. Tschüssi. So. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Und ja, was haben wir jetzt eigentlich überhaupt für Quest-Sachen hier? Fertigkeiten? Tagebuch? Ich soll einen geheimen Tunnel betreten, bla bla bla. Okay, das ist erstmal noch so, dass... Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal eine Quest machen, die ich jetzt einfach mal speziell etwas sage, die machen jetzt. Und das ist bei... Was wollt ihr hier, wenn ihr mir das... Guten Tag, Drachentöter. Ich bin Richard von Alleroth. Wollt ihr euch etwas dazu verdienen? Dazu verdienen, sagt ihr? Ich habe mich auf das Jagen und Töten von Goblins spezialisiert. Wie es aussieht, gibt es hier eine Menge von diesen kleinen Bastarden. Daher zahle ich für jedes Goblinherz, das ihr mir bringt. Goblins abschaffen und dafür bezahlt werden? Ich bin dabei. So ist's recht. Bringt mir die Herzen, dann klingelt's in der Kasse. Dankeschön. So, und dann auch der nächste. Oh, verzeihung. Na, jetzt hier. So. Na, komm her. Drachentöter, bitte hört mir zu. Ich brauche unbedingt Hilfe wegen meinem Schwein. Wow, was ist denn los? Was ist denn mit eurem Schwein? Der neue Orden hat 3 von ihnen konfisziert, aber das sind doch meine Haustiere und ich hatte gar nicht vor, sie zu essen. Oh, genug geredet. Ich werde versuchen, sie von der Schlachtbank zu retten. Oh, gesegnet seid ihr, Drachentöter. Die Schweine sind drüben auf Karlshof, flüstert Rosenknospe in Kevins Ohr und sie werden an einen sicheren Ort laufen. Okay.